Alles startklar für die Reise auf die Insel, die von Hurricane Dorian völlig zerstört wurde. Das Militär der Bahamas nimmt uns mit. Anders wäre es schwer, überhaupt nach Abaco zu gelangen. Wie geht es den Menschen dort unten? Kann man in diesem Trümmerfeld leben? Am Flughafen treffen wir direkt Anwohner, die noch darauf warten, evakuiert zu werden. Es gibt noch sehr viele Tote in bestimmten Stadtteilen, besonders im Zentrum. Man will, dass wir erst einmal evakuiert werden. Vor 2 Wochen ist Dorian als Hurricane der stärksten Kategorie über Abaco hinweggefegt. Einst ein Urlaubsparadies. Windgeschwindigkeiten von etwa 300 Stundenkilometern haben Boote, Autos, Bäume wild durcheinander geworfen. Das brachte für viele den Tod. Der Wirbelsturm hat Container, zum Teil vollbeladene Container, durch die Luft gewirbelt, so dass sie auf die Häuser in diesem Stadtteil gefallen sind. Und hier werden auch noch sehr viele Tote vermutet. Trotz all der Zerstörung harren noch tausende Anwohner auf der Insel aus. Georgias Fiss hat Schwierigkeiten, sein Haus überhaupt zu finden. Da hier nichts mehr aussieht wie vorher, weiß er nicht, wo es lang geht. Das ist doch eine Katastrophe. Wir sind erledigt. Der Sturm hat alles zerstört. Zu holen gibt es allerdings kaum mehr etwas. Der Regen hat sein Haus überflutet. Alles ist feucht. Teilweise sind noch Kleinkinder auf der Insel. Dabei gibt es kein Essen, kein Strom. Wir brauchen Wasser. Ohne Wasser geht gar nichts. Und einen Ort zum Schlafen. Das Militär der Bahamas arbeitet mit den USA, Kanada und Jamaika zusammen. Und auch deutsche und niederländische Soldaten sind gerade eingetroffen, helfen mit, die Infrastruktur für die Hilfsgüter zu errichten. In der Hauptstadt Nassau machen sich die Meteorologen Sorgen. Ein neuer Sturm zieht auf. Er hat das Potenzial, sich zu einem Tropensturm oder auch einem Tornado zu entwickeln. Das würde definitiv alle Hilfsarbeiten auf den betroffenen Inseln Abaco und Grand Bahamas sehr behindern. Wir sind darum sehr besorgt. Die Lage in Abaco ist mehr als schwer. Kaum auszudenken, was es für die Menschen hier bedeuten würde, wenn sie gerade jetzt einen weiteren Sturm ertragen müssten. Ja, dann hören wir noch mal zu Xenia Böttcher, mittlerweile in Nassau. Wir haben es gesehen, Sie waren vorher auf Abaco Island, eben einer der am schlimmsten betroffenen Inseln. Was war denn Ihr erster Eindruck, als Sie über diese Insel gefahren sind? Also es war wirklich ein unglaubliches, ganz surreales Bild der Verwüstung. Ich habe so etwas sehr selten gesehen. Wenn man sieht, wie Autos ineinander verschränkt sind mit Booten an Stellen, wo die gar nicht hingehören. Jeeps, die komplett einmal auf dem Dach liegen, wo man denkt, was für eine Kraft muss hier gewütet haben, auch um Bäume zu entwurzeln. Wenn man sich anschaut, dass Container durch die Luft geflogen sind und Häuser regelrecht zersprengt haben, dann ist das schon sehr bedrückend und beeindruckend. Ich war in Häusern drinne, wo das Dach völlig aufgerissen war und wo man an der Wand sehen konnte, dass das Wasser bis auf Brusthöhe gestiegen war. Die Menschen haben mir erzählt, sie mussten quasi die Tür aufbrechen, um dann sich in Rettung zu schwimmen. Also es ist ein unglaubliches Bild der Verwüstung. Gestern waren auch von 2500 vermissten Menschen die Rede. Diese Zahl wurde jetzt um fast die Hälfte nach unten korrigiert. Wie ist das möglich? Naja, das erklärt sich ganz einfach dadurch, dass am Anfang ja alle Netze zusammengebrochen sind, alles Strom, alle Telefonnetze waren kaputt. Viele Menschen sind wirklich direkt geflohen. Ich habe am Flughafen gesehen, wie da Autos stehen, wo die Türen einfach offen sind und die Menschen sind direkt zum Flughafen, haben sich direkt evakuieren lassen, ohne auch nur irgendetwas anderes zu haben bei sich als ihr Leben. Und jetzt im Laufe der Tage bekommen sie vielleicht wieder ein Telefon in die Hand oder die Netze werden teilweise wieder instand gesetzt auf Abaco. Da kann man schon ein bisschen haben. Das heißt, die Menschen können sich jetzt melden bei ihren Verwandten und so gehen diese Namen von Vermissten auf der Liste herunter. Geht es denn vor allem weiterhin um die Suche nach Vermissten oder beginnt man auch schon mit dem Aufräumen, vielleicht auch schon teilweise mit dem Wiederaufbau? Also für den Wiederaufbau ist es noch viel zu früh. Es werden jetzt erste Infrastrukturmaßnahmen ergriffen, um überhaupt erstmal wieder etwas liefern zu können.
Die Suche nach Lebenden ist mittlerweile schon abgeschlossen worden. Jetzt wird es darum gehen, die Toten zu bergen. Und das ist aber alles andere als einfach. Wie wir gesehen haben, liegen ja Container auf den Häusern. Es sind unglaublich viele Bäume entwurzelt, ein dickes Dickicht. Dann gibt's die Autos. Das heißt, all das muss erst vorsichtig, aber mit schwerem Gerät bewegt werden, damit man überhaupt an die Toten herankommen kann. Wie viele Menschen sind überhaupt noch auf der Insel? Wir haben einige gesehen eben in Ihrem Film. Man dachte eher, es wurden alle in Sicherheit gebracht. Also gestern sagte man mir, man schätzt damit, dass etwa noch die Hälfte der Bevölkerung, das könnten so ungefähr 30.000 Menschen sein tatsächlich, noch auf der Insel sind. Sie haben mir gesagt, sie bleiben dort, weil sie eigentlich ihr Haus beschützen wollen oder sie wollen es wieder ein Stück weit aufbauen. Und sie glauben, dass sie zu Hause besser aufgehoben sind als jetzt in den Schutzunterkünften in Nassau, von denen sie sagen, die sind völlig überfüllt und da gäbe es auch kein richtiges Leben. Richtiges Leben gibt es auf Abaco auch nicht, aber zumindest fühlen sich die Menschen dort zu Hause. Gibt es denn dort und auch auf den anderen Inseln, wo Menschen Schutz gesucht haben, ausreichend Hilfe, also sowohl helfende Hände als auch internationale Hilfsgelder? Also es gibt sehr viele helfende Hände, sowohl von den Menschen aus Bahamas selbst als auch internationale Hilfe. Die USA waren sofort da, Kanada auch und Jamaika. Jetzt haben wir gesehen, sind auch die Deutschen und die Niederländer gekommen. Die haben eine Übungsarbeit abgebrochen. Sie wurden zur Hilfe gerufen. Sie sind gerne gekommen, haben sie gesagt, und helfen jetzt eben die Infrastruktur wieder aufzubauen. Auch die Vereinten Nationen sollen jeden Tag damit beginnen, also es wird erwartet, dass sie jeden Tag damit beginnen, Essen und andere Hilfsgüter hierher zu bringen. Die Vorbereitungen dafür sind schon in vollem Gange. So, nun soll sich tatsächlich ja schon das nächste Unwetter auf die Bahamas zubewegen. Womit rechnen die Meteorologen? Im Augenblick sind Stürme, Starkregen und Gewitter vorhergesagt. Das Problem ist hier, dass es so aussieht, als könnte es sich auch zu einem Tropensturm, also einem viel kräftigeren Sturm, entwickeln. Oder es könnte auch zu Tornados kommen. Das macht den Meteorologen hier sehr große Sorgen. Das ist allerdings nicht klar. Da muss man die Entwicklungen der nächsten Stunden abwarten. Xenia Böttcher in Nassau auf den Bahamas. Haben Sie vielen Dank.